Oh, ein blutiger Leichnam. Natürlich. Der hat ein Tagebuch dabei. Schauen wir mal. Ach so, warte mal. Hier, wir können mal gucken hier. Karawane in Not, du hast die dunkle Brut entlang der Handelsroute beseitigt, aber die Händler der Grenzkarawane waren bereits tot. Tja, leider. Kehre mit dieser schlechten Nachricht zum Kirchengremium zurück. Gut, machen wir dann. Und hier, du hast die dunkle Brut in dem Gebiet besiegt und die Flüchtlinge gerettet. Yay! Berichte dem Kirchengremium von diesem Erfolg. So, dann haben wir hier, du hast die Rekruten der Osthügelkompanie gefunden. Sie sind allesamt gefallen. Überbringe dem Kirchengremium diese traurige Nachricht. Gut, gucken wir mal, was hier am Kodex noch ist. Leiche. Ja, Leichen. Wiedergänger gibt es auch noch. So, bitteschön. Dann haben wir Magie und Religion. Blutmagie, die verbotene Schule. Sowas wie Hogwarts. Nee, obwohl Hogwarts ist ja nicht verboten, aber naja, egal. Ich rede einfach nicht mehr darüber. Reich von Orlais. Ja. Damit ihr auch wisst, was in Orlais so abgeht. Charaktere. Connor. Wir haben ja noch was von Connor, der den Schleier zerrissen hat, der Sack. Klein Blödmann. Naja. Die Geschichte der Kirche, Kapitel 2, haben wir auch noch. Haben wir Kapitel 1 überhaupt schon? Ich weiß gar nicht. So. Dann haben wir noch Notizen. Korrespondenz interruptus. Da haben wir was Neues. Ihr seid schmutzig. Ein Tier. Ja. Pff. Haben wir das nicht schon gelesen? Dachte ich. Wo ist denn jetzt dieses Tagebuch? Müsste das nicht hier irgendwo sein? Warte mal, wie? Achso, wir haben doch ein Buch gekauft, fällt mir mal. Ach, Quatsch. Fällt mir gerade mal ein. Oh, mir geht's ja voll gut. Die sind voll blutig, die sehen aus, wären die blutig. Seltsam. Abzug auf Willenskraft. Ja, okay, können wir mit leben. Was haben denn die anderen? Abzug auf Willenskraft. Ja, okay. Ist nicht schön, aber gut. Also gut ist es auch nicht. Es ist nicht schön, aber gut ist auch. Ja, genau. Yum, yum, yum. Wo ist denn das Buch? Ist hier? Lesen wir das? Ja, ne? Wir lesen das. So. Okay. So, aufsteigen. Wie sollen wir hier in der 1 stehen? Können aber nichts auswählen. Das finde ich irgendwie noch nicht freigeschaltet. Noch nicht freigeschaltet. Irgendwas stimmt doch nicht. Na gut, wir haben eine neue Fähigkeit. Yay! Manipulationsmeister bin ich übrigens. Fallenbau. Sollen wir mal was anderes nehmen? Ich weiß nicht. Wir könnten mal cooleres Gift nehmen. Aber eigentlich können wir erstmal hier, ne? Das wollten wir ganz hoch machen. Machen wir erstmal das. So. Ja, keine Ahnung, wo das Tagebuch jetzt ist. Wahrscheinlich stand da drin, wir sind tot oder so. Ich habe keine Ahnung. Können wir diese Tiere nicht einfach vertreiben? Ja, Liliana, das wäre ein super Plan. Aber wollen die nicht. Also, die wollen nicht vertrieben werden, sozusagen. Ich würde die gerne einfach vertreiben, weil das sind ja nur Tiere. Aber was soll man denn machen? Wenn die doch nun mal hier uns angreifen, dann kommen wir ja nicht einfach. Kannst du auch? Nein. Ich glaube, da sind noch mehr. Hab sie. Könnt ja nicht sagen, du Wolf, geh doch mal bitte wieder. Geh bitte nach Hause zu deiner Familie. Weißwölfe leben ja immer im Wolfsrudel und so. Aber genau das. Die fordern hier das Schicksal heraus. Und das Schicksal sind wir. Muss man ja mal so ganz klar sagen.
Da kann man halt nichts machen, Liliana. Du musst trotzdem zuhauen, nicht hier deine Gesundheit verlieren jetzt. Na toll. Gleich ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Level. Ja, okay, wir kämpfen erstmal. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Mach mal hier auf den. Okay. Hä? Was machst du denn da? Menschenskinder, jetzt reicht's aber langsam. Wieder nur zu zweit hier. Kannst du mal ihr ein bisschen ausweichen, bitte? Warte. Nein? Nein? Den. Toll, der steht ganz hinten, weißt du? Ja, nützt nichts. So, jetzt ist er aber weg. Dann den. Hier, dreh dich um. So. Du bist doch gleich auch tot. Und dann soll der Hund alleine kämpfen, oder was? Okay. Gut, wie du meinst. Dann musst du halt jetzt hier so einen Umschlag nehmen. Oh, immer dasselbe mit dir. Was kannst du denn sonst noch tun? Greif mal den an. Was haben wir da denn? Der Mabari lässt ein lautes Geheul hören und betäubt die meisten Feinde in der Nähe. Ja, hier, mach doch das mal. Sehr gut. So, dann läuft das doch hier. Huh. Steht dir jetzt auf? Sehr gut. Menschenskinder. Wölfe scheinen hier echt nicht, ne? Die Wölfe sind ganz schön gefährlich, muss man ja mal sagen. Im echten Leben natürlich nicht. Sei denn, die haben ganz viel Hunger. Aber vielleicht sind es verdorbene Wölfe. Wenn es verdorbene Wölfe sind, dann, ja, dann sind die halt verdorben. Ach, der Mabari hat jetzt alle ausgeräumt. Warte. Halt! Den sollst du ausräumen. So. Was haben wir hier noch? Da ist ein Sack. Sieht ja irgendwie genauso aus wie eben, kann das sein? So. Was? Was für eine Kammer? So, haben wir hier noch irgendwas? Nö, hier liegt noch ein Wolf. Haben wir den Sack schon? Ja. Hier haben wir noch einen Sack. Ja. Ja, hast du auch gesehen, ne? Hier ist nicht mehr. Da ist nicht mehr. Dann haben wir. Sehr schön. Hä? Wo kommst denn du her? Ach du lieber Gott. Dann, warte mal. Dann machen wir mal eben Stufen. Hier, Stufen. Derzeit nicht möglich. Na super. Alle den angreifen. Was los. Immer ihr wünscht. Was immer ihr wünscht. Hier, mach mal hier. Sehr gut. Dann mach mal das. Hä? Wieso ist der Bär umgefallen? Greift der Bär gerade nur Liliana an, obwohl die die einzige ist, die dich eventuell retten wollen würde. Das sah ja lustig aus. Wie, und der Bär hat nichts dabei? Hallo? So ein Riesenbär und der hat nichts? Gar nichts? Noch nicht mal ein Fell? Toll. So gern Bärenfell. Ja, da haben wir nichts mehr, glaube ich. Ja, oh. Erstmal die Todeswurzel. Und dann gucken wir, was der so dabei hat. Ein Ring! Wow. Gut. Können wir jetzt? Jetzt können wir. Was nehmen wir? Ein bisschen Stärke und Konstitution ist ja nicht schlecht, ne? Aber hier brauchen wir auch ein bisschen. Immer. Immer eigentlich. Immer. Klugheit. Na komm. Wir nehmen einmal Geschick, einmal Stärke und einmal Konstitution. Ist doch super aufgeteilt. Finde ich gut. So. Warte mal. Können wir es noch ändern? Scheiße. Ein Klugheit. No. Mensch. Okay, nächstes Mal nehmen wir eine Klugheit.
Was haben wir denn hier? Sterblichkeiten. Der Schurke hat einen Blick für die Schwachpunkte seiner Gegner, wodurch er für alle Angriffe einen Bonus auf kritische Trefferchance erhält. Ist zudem die Klugheit des Schurken höher als seine Stärke, ist ja bei mir immer so, also sollte auch so bleiben, erlaubt seine Scharfsinnigkeit dem Charakter als Schadensbonusmodifikator Klugheit statt Stärke zu verwenden. Sehr schön. Ja, dann nehmen wir das doch. Sehr gut. So. Wieso leuchtet ihr alle so komisch? Seid, habt ihr jetzt alle Tollwut oder was? Ich hoffe mal nicht. So, weiter. Da, ach so, jetzt haben wir die drei, ne? Ja, ist die Frage, geben wir die mal kurz ab? Nee, ne? Nee, wir gehen jetzt hier zum Hafen, damit wir mal zu den Magiern kommen. Oh, was haben wir diesmal? Wieder ein paar Spinnen, die hatten wir lange nicht mehr. Nein, Wölfe mit Stacheln. Stachelwölfe. Hier sehen Sie die berühmten Stachelwölfe. Auf der Jagd. Und ein Bär. Was steht da? Bäreshaar. Was? Bäreskan? Bäreskan, Bäreskan, Bäreskan. Okay. Warte, wo bist du? Da. Greif den an. Ja, mach mal. Was bist denn du? Ein Bäreskan. Warte, wie heißt ihr? Verderbniswolf. Ich fände es gut, wenn ihr alle die gleichen. Ja, okay. Du greifst den an und die greifen den an, dann ist er schon mal weg. Liliana, geh doch mal aus dem Weg. Hier, komm. Kämpf du schon mal gegen den. Irgendwer muss ja damit anfangen. Der ist gleich hin, das ist schon mal gut. Ja, du machst das hier schon. Der ist auch gleich weg. Das macht, hier, genau. Hallo? Wo willst du hin? Greif den an. Ich gehe dann mal, ich habe keine Lust mehr. Oh, oh. Oh. Ach, okay. Wir sind schon tot. Also wir sind nicht tot. Wir leben noch, aber der ist tot. Verderbniswolf hat Lyrium dabei natürlich. Dieser Bär, wie krass der aussieht. Guck mal. Der hat Zähne, also haben normale Bären auch, aber nicht so Stoßzähne. Und der hat vor allem überall im Rücken Zähne quasi. Ist ein Stachelbär offensichtlich. Die berühmten Stachelbären. Natürlich. Die berühmten Stachelbären von. Weiß nicht, wo sind wir denn gerade? Hildesheim oder so? Die berühmten Stachelbeeren von dieser Region auf jeden Fall. Kennt man ja. Da geht's, glaube ich, weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Nö, 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 nö. Dann gehen Wie ihr wir. meint. Ja, meine ich. Meine ich jetzt einfach mal, dass wir hier weitergehen. Oh, wie hübsch. So. Stachelbeeren von hier, wie ist denn der? Vom Bann. Warte, jetzt müssen wir das aber wissen. Och, nicht immer diese Karte. Es war ja hier so. Dann sind das halt die berühmten Stachelbeeren von Ben Lawrence. Lawrence? Lorenz. Von Ben Lorenz. Ja. Okay. Ich, Entschuldigung, wollte mich jetzt nicht so lange daran aufhalten. So, ich erinnere mich irgendwie daran, dass hier irgendwas war doch hier. Nö, doch nicht. So, erstmal hier Todeswurzel nehmen. Seht ihr den Turm? Die Aussicht von ganz oben muss großartig sein. Da hast du sicher recht. Steht da einer am Wasser? So, das ist so eine Boje, ne? Ich würde sagen, bevor wir hier rüberfahren, gucken wir uns hier mal um. Hallo. Oh, ein Deserteur. Und Fässer hat Wird er auch. erledigt.
Gucken wir mal erst die Fässer hier an. Wie ihr meint. Da reden wir mit dem bösen, bösen Deserteur. Was sollten die mächtigen grauen Wächter mit einem Mann wie mir zu schaffen haben? Ich bin im Namen der Blackstone Freischärf. Hier, deswegen bin ich hier. Oh, worum geht es? Ich habe gehört, ihr hättet der Gilde Vorräte gestohlen. Ich bin hier, um euch für eure Desertation. Desertion? Ist es nicht Desertation? Keine Ahnung. Für eure Desertion festzunehmen. Ja. Ich finde das ja eigentlich doof, aber gut. Das finde ich ja viel schlimmer. Hier kannst du hier einfach Sachen stehlen, das geht so nicht. Oh, ich verstehe. Tauran muss euch geschickt haben. Ich werde mich nicht vor einem von Taurans Handlangern rechtfertigen. Männer, zu den Waffen! Gleich! Wie bitte? Gut. Wie du meinst. Wie du meinst. Jetzt werden wir kämpfen müssen. Nein, jetzt sofort. Nicht erst gleich. Kannst du den mal kurz fertig machen hier? Danke. So, jetzt ab zum Deserteur. Dann soll es so sein. Jawohl, es soll so sein. Wenn der kämpfen will, dann kämpfen wir. Ist gar kein Problem. Wir können auch so kämpfen. Können wir sehr gut. Hä? Wo liegt denn der? Ach da. So, hier, Vorratsbündel. Habe ich's doch gewusst, dass du das gestohlen hast. Naja, wurde mir ja auch erzählt, ne? So. Was haben wir hier? Elfenwurzel. Verbindungsmann der Gemeinschaft der Magier. Hallo. Ihr seid der graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft, euch zu begegnen. Ich repräsentiere eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Das kann ich gut verstehen. Erzählt mir mehr. Die Gemeinschaft ist eine Magiergilde, die sich selbst kontrolliert und einfach nur in Frieden leben möchte. Wir wollen die Kirche nicht verärgern, ziehen es aber vor, nach unseren eigenen Regeln zu leben. Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Ja, euch helfen wir. Ich finde es nämlich auch eigentlich nicht okay, dass die hier so unterbuttert werden von den Templern. Gebt mir einen Grund, euch nicht den Templern... Das mache ich nicht. Ich kann euch nicht helfen, doch. Ich werde mir diese Anliegen mal ansehen, ja. Ich danke euch sehr. In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Guck mal, er sagt trotzdem hier was von Erbauern und so. Ein unscheinbarer Sack. So, dieser Sack. Wie ihr meint. Okay. Ort der Macht. Höret meine Worte und gehorcht. Da meine Kräfte, die Kräfte von Krebulasch, dem... Hört ihr mal auf mit solchen Wörtern. Dem Epitheton. 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 Genau. Von Epi. Schwinden muss meine Verbindung zu den mystischen Orten, die ich hinter mir gelassen habe, wiederhergestellt werden. Ihr, der Empfänger dieser Nachricht, werdet an diese Orte reisen und dort nach meinen persönlichen Siegeln suchen, um ihre verborgenen Kräfte für mich freizugeben. Ihr findet diese Orte mystischer Macht in den ältesten Gebieten der Welt, dem Brysilienwald, den tiefen Wegen, dem Herzen Denerims und nahe der Fundamente des Turms des Zirkels. Alles klar. Ich finde das ja irgendwie hier, ne? Der Empfänger dieser Nachricht werde dann diese Orte reisen, ist so. Du hast die Nachricht gekriegt, also musst du es auch machen. Naja, egal, machen wir trotzdem. Falsche Zeugen, das hört sich auch nicht gut an. Was denn da für Sachen? Die Aktivitäten der Malefice, Maleficare, vor meiner Türschwelle sind nicht unbemerkt geblieben, weshalb ich nun selbst in Gefahr schwebe, vor die Templer geschleift zu werden. Oh, das ist nicht so schön. Einige Herumtreiber behaupten, sie hätten beobachtet, wie ich verbotene Künste ausgeübt habe und sind aufgebrochen, um der Kirche Berichte über meine angebliche Taten zu überbringen. Okay, wenn das nur angebliche Taten sind, hat er es ja nicht wirklich gemacht. Ich bitte die Gemeinschaft der Magier, diese falschen Zeugen aufzuspüren und sie um jeden Preis aufzuhalten. Sie sind entlang der Straße von Lothering nach Denerim gereist. Sollten sie dort eintreffen, werden ihre Lügen mein Schicksal besiegeln. Das ist nicht schön.
Entlassungsschreiben. Im Leben eines jungen Magiers kommt einmal der Zeitpunkt, an dem er aus dem Schatten seines Mentors heraustreten muss. Für meine drei jungen, unbedeutenden Schüler ist dieser Zeitpunkt nun gekommen. Derjenige, der meine Bitte erfüllt, nimmt es auf sich, meinen Schülern, die zweifelsohne im Unklaren über den Inhalt der Dokumente sein werden, Glückwunschschreiben zu überbringen. Achso, Punkt. Die Namen der Schüler sind Steric, Alina und Sheth. Schöner Name. Ich habe sie umsichtigerweise von meinem Aufenthaltsort fortgeschickt, sodass sie diese Schreiben an einem öffentlichen Ort entgegennehmen können, wodurch die Sicherheit meines Kuriers gewährleistet ist. Ihr findet zwei von ihnen in Denerim. Der dritte beschafft ein etwas selteneres Objekt aus Orsama. Und seid bitte feinfühlig. Ich möchte nicht, dass ihre Gefühle verletzt werden. Oh, wie süß.